Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Montag, dem 14. Juni 2021. Gut gestartet war der deutsche Aktienindex in die neue Börsenwoche und das gleich sogar mit einem neuen Rekordhoch von 15.802 Punkten. Die gute Stimmung hielt jedoch nicht lange an und die Kursgewinne verpufften vollständig und sogar so weit, dass eben der DAX marginal noch in die Verlustzone abgerutscht ist, nämlich per Tagesschluss den Xetranhandel mit 0,13% beendete. Es geht volatil zu. Das ist auch zu erwarten. Warum? Es steht in dieser Woche der sogenannte Hexensabbat bevor. Der Hexentanz kann also beginnen. Am Freitag wird es spannend, aber nicht nur am Freitag, sondern bereits im gesamten Wochenverlauf wird sich eben der Verfallstag meiner Meinung nach bereits zeigen. Und ich bin gespannt eben, inwiefern sich hier in dieser Woche ein mögliches Verlaufshoch abzeichnet. Ein Verlaufshoch und dann eben mit dem Verfall bzw. nach dem Verfall in eine größere Korrektur übergehen. Das klingt so einfach, aber es könnte in der Tat auch in diesem Prozedere ablaufen. Dann noch ein Blick auf die Aktie des Tages, und zwar Siemens. Derzeit ein wenig gedeckelt von der 50-Tage-Linie, auch die gute Stimmung im amerikanischen Tech-Sektor hilft Siemens derzeit nicht, den Widerstand bei 139 Euro aus dem Weg zu räumen. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, denn unter 139 könnte sich hier eine nochmalige Abwärtswelle durchsetzen. Oberhalb von 139 Euro könnte sich das Chartbild hingegen etwas aufhellen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und bis morgen früh, natürlich dann wieder mit dem Blick auf die Wall Street.